Sie ist unscheinbar, schwarz und überraschend leicht. Die kleine schwarze Scheibe aus Hartgummi ist kaum größer als eine gewöhnliche CD. Es handelt sich um eine der ersten kommerziellen Schallplatten, hergestellt für das von Emil Berliner erst kürzlich erfundene Grammophon. In der Matrize ist das handschriftlich eingeritzte Wort Deutschland zu erkennen. Die Aufzeichnung entstand zwischen September 1889 und August 1890. Das Deutschlandlied, welches 1922 zur deutschen Nationalhymne werden sollte. Hinter dem starken Rauschen verbirgt sich die noch deutlich erkennbare Melodie. Mit einem Alter von fast 130 Jahren ist diese Schallplatte nach derzeitigem Stand die älteste erhaltene Tonaufzeichnung dieses Werkes.